Hallo und herzlich willkommen in Subnautica. Okay. Ich habe mir diese Frage gestellt. Kann man die so beamretten? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Aber wir sehen es. Also der Plan ist es, das Spiel durchzuspielen, die Alien-Kanonen abzuschalten und dann die Subim zu holen. Und schon mal was passiert. Stürzt das Spiel ab oder was? Oder werde ich dann von der Subim gerettet? Wird sie abgeschossen? Was passiert? Wohl. Heiser. Nun, bis mein Kollege hier. Ignoriert die Geräusche. Okay, jetzt kommt's weg. Perfekt. Dort 100 Jahre, bis es lädt. Eigentlich schon, ich hab was vergessen. Es ist ja Subnautica 2.0. Der Eckelmann kann es machen, dass es überspringen. Oh, selbst das Feuer kann man überspringen. Gut. Achso, ja, ich muss kurz meine Cheatscodes eingeben, okay? Komplett eingefroren. Oxygen. So. Okay. Ich gebe mal ein paar Cheats ein. Invisible. Ja. Und log all. Mach ich jetzt nicht. Gut, dass das Spiel jetzt pausiert ist. Kann ich mal nicht alles betrachten. Oh, ja, no damage. No ghost will ich jetzt nicht. No damage. Aurora suffered orbital pile failure. Cause unknown. Zero human life. Ich spiele ein bisschen das Spiel durch. Also normal, ich werde ab und zu mal ein bisschen halt Stress machen. Also ich werde ein paar Items hercheaten. Also es wird auch nicht ganz no. Also ich werde schon cheaten. Detecting sulfur deposits in the local cave. Also ich mein's ernst, die Cheats dürfen halt nur die Leute verwenden, die wirklich Angst vor Wasser haben, wie ich. Weil ich sehe immer einfach, ich gehe mal auf YouTube, guck mich kurz an und dann sehe ich 50 Videos, einfach nur, wo Leute komplette Angst haben, weil die 5% von diesen Kaliki oder was auch immer, von diesen roten Typen, weil er brüllt, dann weiß man, er sieht dich an. Halt, da erschrecken sie 50 Millionen Menschen gefühlt. Und ich denke mir so, Leute, macht es euch einfacher. Wenn ihr einfach Angst habt, cheatet. Weil Cheats tun immer noch nicht dein Spiel Spaß. Okay, No Ghost tut dein und Knock All tun eigentlich dein ganzes Spiel Spaß verderben. Eigentlich No Ghost macht alles ja kostenlos. Ja, wie es schon sagt. Und Unlock All tut alles, dass alles und Unlock, also alles freigeschaltet ist. Man weiß es. Warte, cheat ich mir noch her. Item. Batterie. Okay. Warte, Item. Kneif. Uranium? Nee. Lidkneif. Ne. Nein, ich wollte mir ein Kneif. Oh. Item. Kneif. Ja, jetzt habe ich ein Messer. Ich bin cool. The knife remains the only exception. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Oh,
Ups. Wieso mache ich mir eine Taucherflasche? Ja, vielleicht cool auszusehen. Ja, da hustet sehr viel. Gut, mein Kollege ist ein bisschen... ja. Ignoriert, besser gesagt, das Husten. Perfekt. Oh, hört die Zorn. Warte. Kupfer ist eigentlich sehr... Gott, sehr wichtig. Ich will kein Titan, ich will Kupfer. Ich danke euch sehr für die 200 Abonnenten, weil ich sehe schon, dass ich schon die 200 Abonnenten habe. Wir nehmen schon ganz langsam den 300 Abonnenten. Wir nähern uns komplett ganz schnell. Also ich freue mich echt für euren Support sehr. Es ist viel leichter einfach mit den Cheats. This planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Komm, ich tue es einfach scannen. Ich habe keine Lust, das ganze Symbol da auftaucht. Eine Schlingpflanze ist eine Lebensform. Ich weiß ja auch nicht alles. Einfach Titan. Leider gibt es keinen Cheat für das Wetter. Das finde ich echt schlecht. Muss ich doch 10 Jahre warten, bis es wieder Tag wird. Und natürlich tue ich meine Taschenlampe machen, wie der schlauste Mensch. Und habe ja, kann mir unendlich Batterien herstellen. Etwas gesagt, ja, cheaten. Also, ich sage jetzt nur für die Leute, die echt Angst haben gerade. Ich sag euch erstmal, wie man diese Cheats macht. Erstmal. Ich spiele hier auf der PlayStation 4. Also macht es nicht nach, wenn ihr einfach so. Ich sag's nur für die Leute, die echt Angst haben. Also echt für die Leute, die echt nicht wollen ins Wasser. Ich sag denen halt, wie man das macht. Also, man muss L1 und X gleichzeitig drücken und dann kommt man in die Dev-Konsole und dann kann man da schon seine Cheats eingeben. Also es gibt sehr viele Cheats, weil die kann man schon sehr leicht finden im Internet. Also das war es erstmal bis jetzt ein bisschen zum Cheats. Jetzt spielen wir einfach mal. Luke, weil ich will ja erfahren, ob man die Subim retten kann. Und das weiß ich ja nicht. So, ich brauche ein bisschen Höllenschwefel. Also... Höhlen, nicht Höhlen, Höhlen. Leicht verwechselbar.
Oh, das ist ein Problem. Invisible. Vielleicht sollte ich Invisible aktivieren, wenn ich in eine nicht gute Zone gelange. Subnautica 2.0 ist echt cool. Lifeport Secondary Systems Online. Running full environment diagnostic and outputting results to database. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location online. 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Finde ich Subnautica echt ein tolles Spiel. Gut, ich habe ab und zu Angst, aber ja, das Spiel ist ab 6, also. Mir finde ich, das Subnautica nicht ab 6 sein sollte, weil es hat Monster, Seemonster und da haben sich 50 Leute erschreckt, egal ob Erwachsene. Also das Spiel sollte irgendwie nicht ab 6 sein. Also sage ich zu meiner Meinung. Warte, ich gehe zurück zu einem Schiff. Ja, so. Ich tue jetzt mal Behälter wechseln. Ein bisschen Kupfer. Nein. 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 Oh. Wieder etwas Kupfer. Wichtig, dass ich gerade Kupfer habe, was ich immer, wann ich Kupfer brauche. Mehr Kupfer. Getan. Das Bolzen eins, wo ich Quarz aufbewahre. Mein Kupfer.
so Kupfer und Kupfer. Noch mehr Kupfer. Aber ich nehme diese Schachtel mit. Also ich nehme alles wieder mein Inventar, das ganze Kupfer. Und dann nehme ich es mit. Weil das ist gerade da, wo ich es dicht haben will. Gut. Die erste Nacht haben wir überlebt auf diesem Planeten. Achso, ja, den ich habe keine Lust. Ja. So. Es kann keine Strahlung mehr geben. Besser gesagt, ich habe die ganze Strahlung im Spiel gelöscht. Perfekt. Musste ich mir keine Sorgen mehr machen. Ja gut, es muss. Oh, ich bin eigentlich gar nicht. Ich habe einfach ein Sheet, wo ich einfach unverwundbar bin. Kann das mir mal sagen, dass es nutzlos ist, dass wenn ich keinen Schaden bekomme, kommt auch gar nicht mal der Effekt. Ich weiß ja nicht, ob ich einfach nicht schlau bin oder einfach nicht schlau. Oh, Pirschzahn. Yo. Habe ich einfach zufällig gefunden. Ich sollte mal wieder mein Cheat Invisible eingeben. Oh, jetzt kann ich mich nur Problem überall nähern, wo ich will. Oh, jetzt komme ich in der Zone an. Das ist ja interessant. Ob ich mich hier noch so gut daran erinnere, dass ich hier mal eine Base aufgeschlagen habe. Yo! Seid ihr nicht so brutal? Ich komme hier gerade in das neue Gebiet und dann rasten die Leute hier aus. Ich dachte hier, ich bin hier. And connects to a number of small cave networks. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Oh Mann, komm ich hier an, wo ich infiziert werde? In mir habe ich einen Glitch herausgefunden, wie man nie wieder im Wasser gehen muss. Und dann auf andere Inseln kommt. Und das sehe ich rot, wurde ich infiziert, obwohl ich auf der Oberfläche war. Durch den Glitch. Keine Ahnung. Silbererz. Ich dachte, es wäre Blei. Blei könnte ich mir auch hier cheaten. Local scans show a nearby cave entrance.
depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Es geht so tief einfach wie mein Abonnent. Mein Abonnent steigen und steigen einfach perfekt. Ich freue mich echt so gerade, dass ihr gerade so viel abonniert. Oh, Kreaturen-Eier. Scannerraumfragment. Oh, wichtig. Wichtig und richtig. Integrating new PDA Teleport will ich nicht scannen. Ist eigentlich jetzt nicht wichtig. Wie richtig. Ich sollte aufhören mit diesem Blödsinn. Bioreaktor. Okay. Oh, ich brauche den Laserschneider, um hier rein zu lasern. Seemottenfragment. Wichtig. Auch nix. Hä? Hat es sich... Wow. Das war alles umsonst. Gefühlt. Ich hab ja nicht mal meinen Segleiter und bin schon so weit. Einfach Spiel ohne Segleiter durchspielen. Einfach nur besser. Wer braucht schon einen Segleiter? Ich hab einfach so schnelle Füße. Ich bin schneller als ein Bugatti. Weil auch ein Bugatti sich ja nicht immer sofort bewegen kann, bin ich ja da schneller. Ne? Ha. Mir gefällt es nicht hier, dass diese Umgebung gerade so... Das gefällt mir gar nicht, Leute. Irgendwas ist hier falsch. Merke ich hier. Blei. Was ist hier nicht so eine Quest? Nee, das lohnt es sich jetzt nicht. 700 Meter schwimmen. Ist immer noch etwas als gar nichts. Aber mir gefällt es nicht, dass es hier gerade so ist. Es gefällt mir gar nicht. Immer noch gesund. Zeit mal, dass das Virus auftreten soll. Irgendwie merke ich gerade, dass kein Fisch mit einem Virus auftaucht, ohne dass ich infiziert bin. Ich muss infiziert sein, damit infizierte Fische auftauchen. Sehr schlau von Spiel. Hier ist ja gar nichts. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ich weiß ja nicht, ob es sich gelohnt hat, hier hinzugehen. Hier ist es ja... Achso, ich war hier. Ich könnte auch den Cheat und Lock All machen, aber das tut nur die ganze Stimme auf dem Spiel kaputt machen. Okay, das... Vielleicht sollte ich es machen, aber auch nicht. Hier ist überall Quarz. Ich sollte hier mal so auf einen Aufständer machen. Achtung, hier eine ganze Armee. Quarz. Ich sollte irgendwann mal eine Kiste aufstellen, wo ich 20 Millionen Quarz habe. Wieso geht es hier so tief? Was ist das für eine schlechte Deko?
Das ist ein 3D-Spiel mit 2D-Wolken, habe ich auch bemerkt. Also das Spiel ist nicht 3D. Also gut, es ist ein größtenteils 3D, aber trotzdem. Ich habe bemerkt, dass es 2D ist auch. Blei könnte ich mir jetzt Titan. Ja, ich sag so Titan, nein, Kupfer, ja. Ich bekomme einfach 20 Millionen Kupfer und dann selten Titan. Ich so, yes. Ich frage mich, wieso muss nicht unbedingt machen, dass seine Energie-Dings. Der erste Infizierte. Okay, nimm zurück, was ich gesagt habe. Bürscher, der infizierte Bürscher. Bürscher, was sagen Sie? Sind Sie Bier? Integrating new PDA. Wieso mit den Zeichen einer unbekannten Bakterien Infektion leuchtende grüne Blasen bilden ein Netzwerk um infizierte Stellen herum. Die Pathologie weist auf Bakterien hin, dass dadurch über Wasser übertragen wird und dass sie in der Lage ist, durch Haut und Atomorgane in den Körper vorzudringen. Grundlegende Hinweis auf genetische Mutationen und aggressiven Verhalten. Das Bakterium selbst ist anders als alles, bisher in der menschlichen Forschung aufgezeichnet wurde. Warnung anstecken möglich. Meiden Fleisch unter keinen Umständen verzehren. Eigentlich verzehrt man dann eigentlich nicht. Man muss Fleisch verzehren, um zu überleben im Spiel. Oh, man macht schon einen Regelbruch. Außer man ist schneller. Man spielt schneller das Spiel durch, bis man Hunger hat. Komplett Hunger. Gut, dass ich ein Gott sei Dank spiele ich eigentlich freie Spiele. Aber Story, aber ohne Hunger und du hast. Ha! Kann ich nicht lachen, du hast so Hunger. Ja, ich hätte ja eher ein Cheat parat mit No Survival. Einfach komplettes Spiel. Einfach komplett gestreut. Voll mit Kupfer. Kupfer habe ich voll viel. Receiving pre-recorded distress call laying back. This is LifePod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Okay. Also ich spiele das halt übrigens auf Deutsch, falls es irgendwen interessiert. Ja, ich bin Deutscher. Eigentlich will ich jetzt diese Folge schon beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann tschüss.